Also die Schule stresst mich, die versucht mich da, also die wollen mich da wirklich von vorne bis hinten einfach nur verarschen. Hallo Leute, CA, John CA hier. Ich bin endlich wieder nach langer, langer Zeit mit einem neuen Video und einer neuen Uhr, ja. Aber auf die will ich nicht weiter darauf eingehen. Ich könnte natürlich sagen und damit angeben, dass sie 480 Franken teuer war. Aber das mache ich natürlich nicht, weil ich ja ein sehr bescheidener YouTuber bin. So bin ich halt. Zagsanzer, der bescheidenste und auf dem Boden gebliebenste YouTuber, den es gibt. Vielleicht kennt ihr so Leute, ne? Leute, die seit Jahren eine scheiß Uhr hatten und dann haben sie sich plötzlich mal eine neue, anständige Uhr gekauft, ja? Und dann zeigen sie die ganze Zeit in die Kamera. Aber ich bin nicht so einer, nein. Ich habe das doch nicht nötig. Oh, mein Hals, der kratzt irgendwie. Oh, fuck. Ah, oh, und jetzt noch meine Nase. Ah, oh, und ich kann mich natürlich mit rechts kratzen, aber mit links ist etwas angenehmer. Oh, mein Auge. Ich habe was im Auge. Nein, Spaß. Ob ihr es glaubt oder nicht, es gibt tatsächlich Schlimmeres als Leute, die ständig ihre neue Uhr in die Kamera zeigen müssen, ja? Ja, das haben wir gesehen bei der Asi des Jahrtausends Wahl. Und bei der Asi des Jahrtausends Wahl haben wir schon zwei Nominierte, nämlich zum einen den frauenfeindlichen Jakob, den 13-Jährigen, und zum anderen den, wie ist er nochmal? Ah ja, stimmt. Den pornosüchtigen Christian. Übrigens ein sehr schöner Name, Christian, finde ich. Ja, eben, Jakob und Christian. Und heute kommt ein neuer dazu, nämlich David. Schauen wir uns David erstmal an, bevor wir ein Urteil fällen, ja? Das ist David. Erfahrene Zuschauer wissen, was jetzt kommt, nämlich das interaktive Zersanzjahr Interaktionsquiz. Und stellt sich die Frage, wieso ist David asozial? A. Ist er ein lügender Pornosuchti? B. Ist er ein asozialer, frauenfeindlicher Mensch? Oder C. Ist er ein lügender Schulschwänzer? Oder C. Ist er ein frauenfeindlicher, pornosüchtiger Schulschwänzer? Ja? Kommentiert bitte jetzt mit der richtigen Antwort unten, falls ihr mitmachen wollt und wollt, dass die anderen euren Tipp sehen. Und ja, hier kommt die Auflösung, wieso David so asozial ist. Eigentlich müsste David jetzt in der Schule sein. Doch er schlägt die Zeit auf dem Bahnhof in Hamburg-Altona tot. Seine Mutter soll nicht merken, dass er den Unterricht schwänzt. Einen Schwänzer haben wir, einen lügenden Schwänzer. Man könnte meinen auf den ersten Blick, dass ein Schulschwänzer nicht so schlimm sei wie ein Pornosuchti, aber da liegen wir falsch. Denn ein Pornosüchtiger guckt die Pornos mit seinem eigenen Geld. Aber ein Schulschwänzer, für den zahlen wir alle Steuern. Auch du zahlst eventuell Steuern, wenn du nicht selber ein Assi bist. Und nun erklärt er mal, weshalb er denn die Schule schwänzt. Warum bist du heute nicht in der Schule? Ja, weil, naja, heute schreiben wir die Matheprüfung so und, naja, zur Hauptschulprüfung werde ich so oder so nicht mehr zugelassen. Das ist, ja, weil einfach zu viele Fehlzeiten. Also, kurz gesagt, er hatte einfach keine Lust auf die Schule. Ja. Und zum Schluss hatte er gesagt, zu viele Fehlstunden. Ja, aber Fehlstunden hat man ja erst dann, wenn man schwänzt. Das heißt, er schwänzt, weil er geschwänzt hat. Das heißt, es ist so ein ewiger Teufelskreis von Schwänzen. Wenn man einmal geschwänzt hat, schwänzt man nochmal und dann nochmal. Deshalb, Leute, bitte schwänzt die Schule nicht. Und nun steckt David bis zum Hals tief in der Tinte drin, denn ein Bußgeldbeschein ist von der Schule eingetroffen, weil er 2,5 Monate lang durchgehend die Schule geschwänzt hat. Ja? Und die Mutter fragt natürlich zu Recht, wieso kommt jetzt dieser Bußgeldbescheid zu uns? Mein Sohn, der war ja die ganze Zeit in der Schule. Ja, war er ja leider nicht, wie wir gesehen haben. Sie denkt, es liege daran, dass David seine Krankmeldung noch nicht abgegeben hat. Und ja, schaut mal selbst. Das geht darum, dass David jetzt einen Bußgeldbescheid bekommen hat von seiner Schule, weil er jetzt angeblich 2,5 Monate nicht in der Schule gewesen ist. Ja, wie gesagt, David hat nun vergessen, die Krankmeldung abzugeben. Hast du die Krankmeldung denn nicht abgegeben? Ich weiß nicht, ich hab's einfach irgendwie vergessen wahrscheinlich. Ja, sehr wahrscheinlich hat er vergessen, die Krankmeldung abzugeben. Genauso wie er vergessen hat, 2,5 Monate in die Schule zu gehen. Trotz dieser brenzligen Situation, ja, bewahrt David einen kühlen Kopf
und rettet sich geschickt mit einer, ja, sagen wir mal, klitzekleinen Notlüge. Was mich überhaupt, ich bin da gewesen, vielleicht zu spät, aber ich war da. Und ja, das finde ich komisch. Also da sind Tage drin, in denen du auch in der Schule warst. Ich habe nicht geschwänzt und ich schwänze auch nicht und ich habe auch nicht vor zu schwänzen oder so. Anne-Dore Roden glaubt ihrem Sohn, dass er nicht schwänzt. Na klar, David hat noch nie in seinem Leben die Schule geschwänzt und der Doktortitel von Dr. Bob ist natürlich auch echt, ja. Der von Dr. Edgar natürlich auch. Ich habe gehört, man will Pinocchio nicht mehr Pinocchio nennen, sondern David, ja. Weil nicht mal Pinocchio hat sehr wahrscheinlich so viel gelogen, ja. Und wahrscheinlich hat Pinocchio auch nicht seine eigene Mutter so dermaßen asozial angelogen. Bitte? Ich höre gerade, Pinocchio hatte gar keine Mutter. Er war ja eine Holzfigur. Ja. So, wieder zurück zu David. David lebt in ziemlich ärmlichen Verhältnissen, ja. Sehr wahrscheinlich, weil seine Mutter auch ständig die Arbeit schwänzt. Und die Reporterin fragt jetzt David, wieso er sich denn keinen Nebenjob suchen würde, damit die Familie etwas mehr Geld hätte. Und das ist seine Antwort. Zu viel Stress. Viel zu viel Stress. Was stresst dich denn? Ziemlich viel. Einfach alles. Die Schule stresst mich, die versuchen mich da. Also die wollen mich da wirklich von vorne bis hinten einfach nur verarschen. Welche Schule denn? Die, die ihr seit 2,5 Monaten am Schwänzen ist? Ja, sehr wahrscheinlich, ja. Aber ja, das kann ich eben natürlich glauben. Schwänzen ist natürlich ziemlich stressig, ja. Muss immer aufpassen, dass die Mutter nicht irgendwo herkommt um die Ecke. Muss sich immer verstecken und so. Ja. Schon ziemlich stressig das Leben von David. Und wie stressig das Leben von David wirklich ist, kommt, finde ich, in dieser Szene sehr gut zur Geltung. Bei Online-Shooter-Spielen mit Freunden liegt der Schüler ganz vorn. Meistens sei er der Koordinator, meint er stolz. Tja, Leute, Commander sein ist ziemlich stressig, ja. Ich meine, hallo, da muss er ja hier, was ist ein Commander eigentlich? Jemand, der die Schule schwänzt. Und, weil er jetzt von der letzten Schule geflogen ist, weil er die ja so oft besucht hat, stellt er sich jetzt an einer Produktionsschule vor und sogar hier lügt er fleißig drauf los. Und gehst du auch immer mal zur Schule, oder? Ich gehe zur Schule, ja. Gut, also, dann bist du so, hast du auch schon ziemlich weit vorne. Ja. Ja. Die Frau, die ihn da interviewt hat, hat offensichtlich noch nicht meinen Kanal abonniert, ja. Falls Sie jetzt zuschauen, liebe Frau, jetzt wissen Sie, der hat ständig die Schule geschwänzt. Der hat sie einfach eiskalt angelogen. Auch die Mutter, falls die Mutter zuschaut, hallo Mutter von David, er hat sie die ganze Zeit angelogen. Ja. Am besten abonnieren Sie jetzt meinen Kanal, dann wissen Sie, sage ich Ihnen auch, wenn er das nächste Mal lügt, teile ich ihn mit. Auf jeden Fall hat David jetzt eine Ausbildung bei der Produktionsschule angefangen. Ja, ihm wurde eine zweite Chance gewährt und was denkt ihr? Hat David seine zweite Chance tatsächlich genutzt oder nicht? Ja, ist er wieder von der Schule geflogen oder doch nicht? Hat er seine Lektion gelernt? Kommentiert mit A, ja oder B, nein. Ja, hat er die Chance genutzt, ja oder nein? Die Antwort hier. Die Produktionsschule hat er geschmissen. Trotz aller guten Vorsätze ist er dort nie wieder aufgetaucht. Wer hatte das gedacht, ja? Und auch diesen Vorfall lässt David nicht unkommentiert und begründet natürlich, weshalb er von der Schule geflogen ist. Und wieder mal war natürlich nicht er schuld. Keine Ahnung, ich glaube, es wäre irgendwie besser gelaufen, wenn ich einen Arbeitsplan oder sowas bekommen hätte, irgendwie wöchentlich. Irgendwie, wann dann halt jetzt Arbeitszeiten ist, wann irgendwie Schule ist oder wann der Laden geschlossen ist. Oder ich weiß es nicht, ob das jetzt überhaupt alles so richtig ist. Das ist halt schiefgelaufen, so richtig mal so. Das mit der Kommunikation hat einfach nicht gestimmt. Ja, und außerdem hatte er zu viel Stress. Viel zu viel Stress. Was stresst dich denn? Der arme David, ja, hat einfach keinen Plan bekommen. Wahrscheinlich hat er auf der letzten Schule auch keinen Stundenplan bekommen. Dann musste er verschwänzen. Somit wären wir auch am Ende des Videos angelangt. Vergesst nicht, die Asi des Jahrtausends war, läuft immer noch. Folgt mir doch auf Instagram, Snapchat, Ask oder sonst wo. Und vielen, vielen Dank für den ganzen Support. Ich habe es gesehen. 410 Abos haben wir mittlerweile. Wow! Leute, letztes Mal waren es irgendwie 200 oder so. Ja, die Fan-Community wächst und mein Bizeps auch. Leider konnte ich 3 Monate kein Video machen, denn ich hatte zu viel Stress. Viel zu viel Stress.
viel zu... Was stresst dich denn? Ja, ich habe 3 Monate kein Video gemacht, aber zumindest habe ich nicht die Schule geschwänzt, ne? Also, mach's gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.